Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 43, Bericht des Untersuchungsausschusses 19.1 und abweichender Bericht der Mitglieder der Fraktionen der SPD und DIE LINKE zu dem Bericht des Untersuchungsausschusses 19.1 und abweichender Bericht der Mitglieder der Fraktion der FDP zu dem Bericht des Untersuchungsausschusses 19.1. Das ist 19.3429 zu 19.193. Das Wort hat der Berichterstatter, Herr Kollege Frank-Peter Kaufmann. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich lege Ihnen heute mit der schon erwähnten Drucksachennummer 19-3429, die insgesamt vier Teile umfasst, den Bericht des Untersuchungsausschusses 19.1, wie er von der Ausschussmehrheit am 20. April 2016 beschlossen wurde, einschließlich zweier abweichender Berichte, einerseits der Mitglieder der Fraktionen von SPD und DIE LINKE und andererseits des Mitglieds der Fraktion der FDP vor. Mit dieser Vorlage und der anschließenden Plenardebatte endet üblicherweise auch die Arbeit des Untersuchungsausschusses. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit jetzt nutzen, allen Mitgliedern des Ausschusses sowie allen, die uns, egal ob bei der Kanzlei oder in den Fraktionen, zugearbeitet haben, herzlichen Dank für Ihr Engagement zu sagen. Wir haben, und dies gilt es hervorzuheben, weil es ja keineswegs selbstverständlich ist, in weitestgehend einvernehmlichen Verfahren unsere Aufgaben erledigt und konnten uns stets über den Fortgang der Untersuchung verständigen. Dass dies insgesamt möglich war, bedurfte konstruktiver Beiträge aller Beteiligten, wobei uns die besonnene und ausgleichende Sitzungsleitung des Vorsitzenden dabei gewiss sehr unterstützt hat. Auch hierfür möchte ich nicht vergessen, Danke zu sagen. Meine Damen und Herren, mein Auftrag besteht darin, Ihnen den beschlossenen Bericht des Ausschusses nahezubringen. Die abweichenden Berichte verantworten die jeweiligen Fraktionen selbst. Dazu werde ich als Berichterstatter nicht weiter eingehen. Der Bericht des Ausschusses allein umfasst 333 Druckseiten. Es ist also völlig klar, dass ich dies hier nicht in Gänze vortragen kann, sondern mich auf weniges beschränken muss. Nicht nur, weil im Bericht viel Arbeit steckt, sondern auch, weil etliches durchaus spannend zu lesen ist, empfehle ich den Bericht Ihrer Lektüre. Sie können z.B. einen Krimi weniger in den Urlaub nehmen und stattdessen die Drucksache 3429 einpacken. Nehmen Sie es, wenn Sie so wollen, als meinen Literaturtipp für diesen Sommer. Meine Damen und Herren, der Ablauf des Ausschusses in Stichworten. Der Untersuchungsausschuss wurde am 13. März 2014 eingesetzt und hat sich am 2. April 2014 konstituiert. Die Namen der Mitglieder und Funktionsträger nehmen Sie bitte der Drucksache. Es gab insgesamt 19 Sitzungen, davon 8 mit öffentlichen Teilen. Und wir haben insgesamt 55 Aktenordner mit Material bearbeitet. Alles in allem wurden 20 Zeuginnen und Zeugen vernommen. Ein besonderer Termin war sicherlich die letzte Zeugenbefragung im Bundeskanzleramt in Berlin am 6. November 2015. Am 16. Dezember 2015 schlossen wir dann einvernehmlich die Beweisaufnahme ab. Und am 11. März 2016 konnte ich als Berichterstatter des UNA schließlich den Entwurf des Berichts den Obleuten vorlegen, also exakt am 5. Jahrestag der Fukushima-Katastrophe. Meine Damen und Herren, zu meiner Rolle als Berichterstatter erlaube ich mir an dieser Stelle eine Anmerkung zu machen, nicht zuletzt, weil ich für einige Aussagen im Bericht durchaus heftig kritisiert wurde. Nichts gegen Kritik, nur bitte ich nicht, wie sprichwörtlich geläufig, den Boten für schlechte Nachrichten zu steinigen. Der Berichterstatter kann nicht mehr berichten, als durch die Untersuchung an Fakten und Zusammenhängen herausgekommen ist. Vermutungen, Spekulationen und Verdachtsmomente dürfen von jedem geäußert werden, nur nicht vom Berichterstatter in seinem Bericht. Dieser muss sich ausschließlich an das halten, was ermittelt wurde. Natürlich sind auch in diesem Untersuchungsausschuss Fragen offen geblieben, war manches nicht einwandfrei zu klären und konnten Verdachtsmomente nicht vollständig ausgeräumt werden. Doch dies ist das Problem der Ausschussarbeit im Gesamten.
Keine Frage wurde abgewürgt. Alles konnte hinterfragt werden, insbesondere wenn keineswegs alle Antworten stets schlüssig waren. Wenn dann von keiner Seite mehr nachgefragt wurde, war die Wahrheitsfindung an diesem Punkt am Ende. Mehr kann dann darüber auch nicht im Bericht stehen. Meine Damen und Herren, leider wurde durch mein ausdrückliches Angebot an alle Fraktionen an der Abfassung des Berichts im Vorfeld der Ausschussberatung, also in dem Zeitraum vom 11. März bis zum 20. April, durch Vorschläge oder Hinweise mitzuwirken, von der Opposition nicht angenommen. Trotz abweichender Berichte erscheint mir die auf die ermittelten Ergebnisse des UNA-gestützten Aussage nämlich eigentlich keine unüberbrückbaren Widersprüche aufzuweisen. Aber genau das diskutieren wir ja jetzt. Meine Damen und Herren, der Untersuchungsauftrag des Ausschusses lautete: Der Untersuchungsausschuss hat den Auftrag, umfassend aufzuklären, wer für die rechtswidrigen Anordnungen der vorläufigen Stilllegung der beiden Atomkraftwerksblöcke in Biblis verantwortlich ist und welche Umstände der zur rechtswidrigen Stilllegungsverfügung vom 18. März 2011 geführt haben. Es ist ebenfalls aufzuklären, ob die Landesregierung, das Parlament, die Öffentlichkeit wahrheitsgemäß und vollständig über diese Vorgänge informiert hat. Die einzelnen neun Unterpunkte des Einsetzungsbeschlusses finden Sie im Detail auf Seite 9 des Berichts. Ich gebe sie jetzt im Folgenden nur stichwortartig wieder. Erstens. Verzicht auf Anhörung von RWE. Die Entscheidung auf die Anhörung, also nach dem Stichwort gebe ich dann immer den Kern der Aussage des Berichts zu Ihrer Kenntnis. Die Entscheidung auf die Anhörung, wie in allen anderen Ländern auch, zu verzichten, wurde von Frau Ministerin Puttrich getroffen. Sie erfolgte nach Beratung durch die Fachabteilung, die sich ihrerseits mit dem Rechtsanwalt abstimmte, der das Land in atomrechtlichen Fragen beriet. Konkret bat Ministerin Puttrich die Fachabteilung um Prüfung und übernahm dann einen entsprechenden Formulierungsvorschlag. Alle Zeugen haben ausgesagt, dass man im Ministerium übereinstimmend davon ausging, dass der Verzicht auf die Anhörung und dessen Begründung tragfähig seien. Zweitens. Materiell-rechtliche Begründung. Die Grundentscheidung, eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen und dazu die jüngst erst beschlossene Laufzeitverlängerung auszusetzen, wurde von der Bundesregierung bereits am 14. März verkündet, also bevor der konkrete Umfang des Moratoriums und seine Begründung am 15. März den Ministerpräsidenten vorgetragen und mit ihnen besprochen wurde, von denen dazu im Ergebnis keine Einwände erhoben wurden. Am Nachmittag des 15. März wurde vom Bundesumweltminister zugesagt, den Ländern eine Vorlage für die Stilllegungsverfügung zukommen zu lassen, da der Bund einen einheitlichen Vollzug sicherstellen wollte. Diese Vorlage traf am 16. März ein und wurde inhaltlich unverändert in den Stilllegungsbescheid übernommen. In der Fachabteilung des Umweltministeriums gab es dazu erhebliche inhaltliche Bedenken. Zugleich waren aber alle Beteiligten einig, dass es sich um eine verbindliche Vorgabe des Bundes handelte, die umzusetzen sei. Drittens. Erklärung des Anhörungsverzichts. Eine Anhörung fand auch in anderen Ländern, in den allen anderen Ländern nicht statt. Ein nach Auffassung im Hessischen Umweltministerium rechtlich möglicher Verzicht bedurfte nach fachlicher Auffassung aber der Begründung. Viertens. Warnungen bezüglich des Anhörungsverzichts. Ein Vermerk des Justizministeriums wies auf die grundsätzliche Anhörungspflicht, aber zugleich darauf hin, dass mangels hinreichender Sachkenntnis die Frage eines Verzichts nicht abschließend bewertet werden konnte. Fünftens. Die Nachholung der Anhörung. Übereinstimmung wurden von Zeugen bekundet, dass die Frage einer Nachholung der Anhörung nur am Rande diskutiert worden sei, da man im Streitverfahren den Bescheid als Ganzes verteidigen wollte und eine Anhörung schon wegen der Vorgaben des Bundes zu keiner Änderung der Behördenentscheidung hätte führen können. Sechstens. Hinweise zur Nachholung der Anhörung. Hinweise ergaben sich aus dem Vermerk des Justizministeriums, der Klageschrift von RWE sowie aus einem Beratungsangebot einer Rechtsanwaltskanzlei. Der Ausschuss hat festgestellt, dass die Nachholung der Anhörung die Rechtsposition des Landes im Hinblick auf die spätere Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs hätte verbessern können. Das finden Sie auf Seite 317. Siebtens. Entschädigungsforderungen. Bis zum 18. März, das heißt dem Datum des Ergehens der Stilllegungsverfügung, gab es keine konkreten Hinweise. Eine abstrakte Diskussion über Schadensersatzforderungen fand im Kabinett statt, bevor überhaupt feststand, dass Hessen mit Biblis betroffen sein könnte. Man ging stets von der Verantwortlichkeit des Bundes aus und wollte dies auch gegenüber RWE stets betonen. Schließlich erklärten hessische Zeugen,
dass es eine politische Zusage auf Schadensfreistellung des Bundes gab, worauf sich auch Hinweise in verschiedenen Aktenstücken fanden. Achtens. Aktenführung, Dokumentation. Der Untersuchungsausschuss stellte fest, dass die seinerzeitige Aktenführung im Hessischen Justizministerium und im Hessischen Umweltministerium für die Aufklärung des Untersuchungsgegenstandes nicht förderlich war. Hierzu gibt der Bericht weiterführende Hinweise. Um dies zukünftig zu vermeiden, lesen Sie auf Seite 324 nach. Neuntens und letztens Gespräche mit RWE. Der Untersuchungsausschuss hat ermittelt, soweit Gespräche geführt wurden, dienten sie nach Aussagen der Zeugen ausschließlich der zeitnahen Umsetzung der Stilllegungsverfügung. Meine Damen und Herren, soweit in Kurzform die Aussagen des Berichts. Es können natürlich an dieser Stelle nur kurz Antworten auf die Fragen des Einsetzungsbeschlusses sein. Wie ich schon betonte, sollten Sie am besten den gesamten Bericht und auch die abweichenden Berichte lesen. Dann entsteht ein plastisches Bild der Ereignisse einer unvergesslichen Woche im März 2011, die letztendlich eine politische Wende in der Energiepolitik Deutschlands bewirkte. Hier und heute danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die folgende Debatte. Herr Berichterstatter, ich danke Ihnen für die Ausführungen und eröffne die Aussprache. Der Kollege Norbert Schmidt, SPD-Fraktion, beginnt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte zunächst mit einem Dank beginnen, einen Dank an alle Landtagsmitarbeiter, die am Untersuchungsausschuss mitgewirkt haben, an erster Stelle natürlich Herrn Dr. Spalt, aber auch an dem Ausschussassistenten Dr. Barthel, auch wenn wir sicherlich in der Sache unterschiedlicher Meinung sind. Ein Dank an den Vorsitzenden, Herrn Heinz. Sie haben das wirklich sehr fair, sehr objektiv und souverän gemacht, wirklich toll den Ausschuss geleitet. Herr Honka, ich weiß nicht, ob er da ist. Herr Honka, das könnte ein Vorbild sein für den anderen Untersuchungsausschuss. Danke an meine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in den eigenen Reihen, die mit viel Elan und Einsatz gearbeitet haben. Und Dank natürlich auch an unsere wissenschaftliche Unterstützung, an Herrn Prof. Dr. Henry Schäfer, der ja fast für drei gearbeitet hat. Das ist ein Hinweis auf Insider. Meine Damen und Herren, leider ist damit das Erfreuliche an dem Untersuchungsausschuss abgeschlossen. Und man muss zum unerfreulichen und damit auch deutlich längeren Teil kommen. Herr Kaufmann hat von einem Krimi gesprochen. Das stimmt. Die Schwäche des Mehrheitsberichts ist aber, dass er die Täter verschleiert, meine Damen und Herren. Und wenn wir zu den Tätern kommen, muss man ganz nüchtern feststellen, Ministerpräsident Bouffier, Frau Puttrich tragen persönlich die Verantwortung für haarsträubende und dilettantische Fehler bei der vorläufigen Abschaltung der Atomkraftwerke in Biblis. Wir fordern die Landesregierung auf, insbesondere unseren Finanzminister, für den jetzt schon entstandenen Schaden, der ist nicht mehr rückgängig zu machen, in Höhe von 3 Millionen €, Frau Puttrich persönlich haftbar zu machen. Warum? Weil Frau Puttrich grob fahrlässig entschieden hat, auf eine Anhörung von RWE zu verzichten. Damit, das steht auch rechtlich völlig unanfechtbar fest, rechtswidrig gehandelt hat und damit der Atombetreiberin RWE eine Steilvorlage für einen Schadensersatzprozess geliefert hat. Das ist leider eine ganz nüchterne Feststellung. Politisch aber ist in erster Linie der Ministerpräsident Bouffier verantwortlich. Er hat aus rein parteipolitischen Gründen alle rechtsstaatlichen Grundsätze beiseite geräumt und zusammen mit seinen CDU-Ministerpräsidentenkollegen, die Atomkraftwerke in ihren Ländern hatten, und vor allem der Kanzlerin das Moratorium vereinbart. Das war ein Konsens. Es war eine gemeinsame Entscheidung zwischen Bund und Ländern, meine Damen und Herren. Und was war ein Motiv dafür? Es waren nicht die Zweifel an der Sicherheit der deutschen Atomkraftwerke nach den schlimmen Ereignissen in Fukushima. Es war nicht die Sorge um die Gesundheit der Menschen,
in Deutschland. Nein, das war alles nicht Ausgangspunkt für das Moratorium, sondern es war die pure Angst vor einer Niederlage der CDU bei den anstehenden Landtagswahlen im Jahre 2011 in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und den Kommunalwahlen in Hessen, meine Damen und Herren. Das alleine, Herr Ministerpräsident, war Ihr Triebfeder und Ihr Motiv des gemeinsamen Handelns und der Zustimmung. Denn die kurz vor den schlimmen Ereignissen Fukushima beschlossene, von CDU und FDP übrigens beschlossene Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke erwies sich in der damaligen Wahlkampfauseinandersetzung als zentraler politischer Sprengstoff. Das wollte man aus dem Weg räumen. Da war ihm und einem der Rechtsstaat egal. Hauptsache, man hatte noch eine Chance bei den Wahlen. Es ging ja tatsächlich dann sogar schief. Aber das war das einzige Motiv, meine Damen und Herren. Und den Rechtsstaat kann man nicht einfach außer Kraft setzen, weil man Angst hat vor der Wahlniederlage, meine Damen und Herren. Die Verteidigungsstrategie der CDU in Hessen, der Bund habe das Moratorium angeordnet, ist eine ganz, ganz billige Ausrede. Eine ganz, ganz billige Ausrede. Nirgendwo hat der Ministerpräsident, da reden wir mal über die Fakten, wo hat denn der Ministerpräsident widersprochen? Er war doch in allen Gremien. Hat er an einer Stelle widersprochen, dass es zu dem Moratorium kommt? Hat er an einer Stelle gesagt, das können wir in Hessen nicht mittragen? Es gibt ein schönes Zitat von Seehofer, wo er gesagt hat, Bouffier könnte ja sagen können, wir machen das Moratorium nicht. Nein, meine Damen und Herren, zusammen, dann kommen wir zu den Fakten, Herr Bolino, zusammen mit der Kanzlerin hat er das Moratorium vor der Bundespressekonferenz vorgestellt, meine Damen und Herren. Das ist sozusagen die Aussage. Und dann zu sagen, das hat uns der Bund aufgezwungen, wir waren nur willfähriger Befehlsempfänger und haben nur gehandelt, wie der Bund vorgegeben hat, das ist einfach eine Verdrehung der Tatsachen, meine Damen und Herren. Und jedem war doch das Schadensersatzrisiko bekannt. Und dass Ministerpräsident Bouffier selbst in dem Brief dann den Bescheid herumformuliert hat, wo er ja sozusagen dieses Risiko formulierungsmäßig gegenüber dem Bund hinrücken wollte, war doch jedem klar, dass so eine Entscheidung eines Moratoriums auch einen Schadensersatzprozess, ein Schadensersatzrisiko trägt. Und Herr Bouffier hat es bewusst unterlassen, das Haftungsrisiko mit dem Bund vor Erlass des Moratoriums zu klären. Das ist ein ganz zentraler Fehler, dass er eben nicht geklärt hat, bevor dieser Bescheid rausging, wer trägt das Risiko am Ende, wenn geklagt wird, meine Damen und Herren. Das ist alleine Sache des Ministerpräsidenten gewesen. Dafür trägt er die politische Verantwortung. Dieser grobe Fehler führt nun dazu, dass Bund und Land sich vor dem Landgericht in Essen beim Schadensersatzprozess von RWE in Höhe von 235 Millionen €, so hoch ist das Risiko, den schwarzen Peter hin und her schieben. Der schwarze Peter wird hin und her schieben. Oder wie der Zeuge Hennenhöfer so schön gesagt hat, man versucht, sich den toten Vogel gegenseitig in die Tasche zu schieben. Ja, natürlich, so ist es auch, meine Damen und Herren. Ich erinnere daran. Ministerpräsident Bouffier hat vor dem Untersuchungsausschuss erklärt, die Kanzlerin wiederum habe erklärt, man lasse die Länder nicht im Regen stehen. Dazu haben wir alle die Kanzlerin befragt. Und wissen Sie, was die Kanzlerin gesagt hat? Nein, das war nicht so. Dem hat sie entschieden widersprochen, meine Damen und Herren. Und Herr Bouffier, Sie haben danach ziemlich pitschnass ausgesehen. Und Sie haben bis heute, meine Damen und Herren, das ist interessant, diese Stellungnahme der Kanzlerin nicht widersprochen. Es gibt nicht eine Äußerung dazu, zu der Äußerung der Kanzlerin, das war nicht so, es gab sozusagen diese Zusage nicht. Bis heute nicht eine Stellungnahme von Herrn Bouffier an dieser Stelle zu. Das macht nachdenklich. Das macht wirklich nachdenklich. Herr Ministerpräsident Bouffier hat an mindestens zwei weiteren Stellen stümperhaft, es gibt kein anderes Wort, stümperhaft gehandelt. Er hat anfängerhaft im rechtswidrigen Bescheid Formulierungen geändert, hat er selbst sozusagen mit rumgeschrieben, und mit einem Brief an den damaligen RWE-Chef Grossmann, dem Atomkonzern, maßgeschneidert die Vorlage geliefert, den Schadensanspruch noch zu erhöhen, meine Damen und Herren, den Schadensanspruch noch zu erhöhen. Auch das sind Fakten. Harte Kritik, meine Damen und Herren. Jetzt komme ich zu den Feststellungen auch noch einmal den Grünen. Harte Kritik muss man am Mehrheitsbericht und an den Grünen dazu geäußert werden. Es ist, finde ich,
schon ziemlich oberpeinlich, wie die GRÜNEN die juristischen Fehlentscheidungen und die politische Leichtfertigkeit von Ministerpräsident Bouffier und Frau Puttrich verniedlichen. Wissen Sie, wenn GRÜNE die rosa-rote Brille aufsetzen, um die Schwarzen weiß zu waschen, dann müsste in der Öffentlichkeit wirklich die rote Lampe aufgehen. Anders kann man das nicht umschreiben. Jämmerlich, schäbig sogar, ist der Versuch, ja, es ist sogar infam, ist der Versuch von CDU und GRÜNEN, der Fachabteilung die Verantwortung für die rechtswidrige Nichtanhörung in die Schuhe zu schieben, meine Damen und Herren. Das stellt den Ablauf völlig auf den Kopf. Alleine die Ministerin hat entschieden, auf die Anhörung zu verzichten. Alleine die Ministerin. Und danach beauftragte Frau Puttrich die eigentlich entbundene Abteilung, die sozusagen sogar Stellungnahmen, die aus dem Justizministerium kamen, hat man sie einvernehmen gesagt, man werft das in den Papierkorb. Die Abteilung war entbunden, und die wurde dann beauftragt, Gründe zu finden für eine getroffene Entscheidung, auf die Anhörung zu verzichten. So waren dann auch die Gründe. Wer den Bescheid mal liest, was da als Gründe vorgetragen wird, warum auf die Anhörung verzichtet werden soll, das ist haarsträubend, meine Damen und Herren. Und deswegen, die Ministerin ist alleine. Sie hat die Entscheidung getroffen, auf die Anhörung zu verzichten. Und sie alleine hat damit ein ungeheuer rechtliches Risiko in die Welt gesetzt, wovon wirklich juristische Anfänger sagen, das kann überhaupt nicht sein. Bei jedem belastenden Verwaltungsakt muss natürlich der Betroffene gehört werden, meine Damen und Herren. Und das ist doch nicht nur ein formaler Akt. Es ist jetzt sogar noch die falsche Rechtsgrundlage genannt worden. RWE hätte ja vielleicht, wenn angehört worden ist, sogar auf die falsche Rechtsgrundlage hingewiesen, und man hätte möglicherweise sogar einen anderen Bescheid erlassen, meine Damen und Herren. Das ist ja auch im Sinn und Zweck einer Anhörung. Das ist wirklich anfängerhaft. Anfängerhaft. Anfängerhaft unterlassen wollen. Wissen Sie, und ich komme noch einmal zu den GRÜNEN, dass man sich selbst, also mit Verlaub, sich selbst in den Hintern treten kann, das ist ein Hammer. Wenn Sie einmal auf Seite 331 des Berichts gucken, da wird zitiert, als habe die Opposition in Hessen Ministerpräsident Bouffier gezwungen, dieses rechtswidrige Moratorium zu erlassen. Die Sicherheitsüberprüfung der deutschen Atomkraftwerke sei geboten gewesen, ich zitiere jetzt, weil große Teile der hessischen Öffentlichkeit und die damalige Opposition im Hessischen Landtag die schnellstmögliche und dauerhafte Stilllegung von Biblis A und B forderten, meine Damen und Herren. So kräftig sind wir als Opposition. Und ich habe es davor und danach allerdings nicht mehr erlebt, dass so auf die Opposition eingegangen worden ist, meine Damen und Herren. Das ist überhaupt nichts zu sagen. Auch die damalige Opposition wollte eine schnelle Abschaffung aller Atomkraftwerke nach den schlimmen Ereignissen in Fukushima, natürlich. Aber dies sollte selbstverständlich auf einer Rechtsgrundlage erfolgen, auf einem rechtsstaatlich einwandfreien Weg, durch ein sogenanntes Abschaltprozess und nicht durch eine haarsträubend rechtswidrige Stilllegungsverfügung, für die nur am Ende der Steuerzahler haften wird. Ich erinnere noch einmal an den Tag der Ausschusssitzung, als diese Verfügung in die Welt gesetzt worden. Da war Umweltausschusssitzung. Und die Kollegin Hammann, GRÜNE, und der Kollege Al-Wazir, GRÜNE, und die Kollegin Wissler, der Kollege Rock und auch ich haben genau auf die rechtlichen Schwachpunkte hingewiesen, meine Damen und Herren. Das müssen Sie doch zur Kenntnis nehmen. Heute wird das alles weißgewaschen von den GRÜNEN. Das ist doch mehr als bedauerlich. Und wissen Sie, Herr Minister Al-Wazir, ich will Ihnen einmal etwas vorhalten, was Sie am 27.03.2013 gesagt haben. Die Landesregierung war nicht in der Lage, angesichts der Kehrtwende von Bundeskanzlerin Merkel eine rechtlich saubere Stilllegungsverfügung zu formulieren. Sich dann aber hinzustellen und wie der Fraktionsvorsitzende der CDU im Hessischen Landtag, Dr. Christian Wagner, zu behaupten, die Ministerin hätte alles richtig gemacht, lässt schon auf Realitätsverweigerung schließen, meine Damen und Herren. Ja, in diese sind Sie angekommen, meine Damen und Herren. Aber es geht weiter. Es geht weiter in der Pressemitteilung. Es geht weiter.
klatscht jetzt zu lange, sonst habe ich nicht genug Redezeit. Es geht weiter. Es lag in der Verantwortung von Umweltministerin Puttrich, das Verfahren sorgfältig und rechtssicher durchzuführen. Dazu war die Oktoberteilung des Umweltministeriums offensichtlich nicht in der Lage und hat das Land Hessen damit dem Risiko einer Millionenklage ausgesetzt. Es war sicher ein Fehler, auf ein Anhörungsverfahren zu verzichten und keine ausreichende Begründung anzuführen. Es war sicherlich auch ein Fehler, dass die bei Angelika Merkel versammelten CDU-CSU-Ministerpräsidenten nicht auf einer förmlichen Weisung des Bundesministeriums bestanden haben. Jawohl, das ist das richtige Fazit, meine Damen und Herren. Aber stehen Sie dazu auch einmal als GRÜNE. Stehen Sie dazu und machen Sie keinen Salto rückwärts in gebückter Haltung, nur weil Sie jetzt an der Regierung sind. Ministerpräsident Bouffier, Frau Puttrich, aber auch die Bundeskanzlerin Frau Merkel haben aus parteipolitischen Gründen offenkundigen Rechtsbruch beim Atommoratorium begangen. Keine dieser Personen wird aus freien Stücken zurücktreten. Keine dieser Personen. Nach Roland Koch haben wir sowieso in Hessen andere Maßstäbe in dieser Hinsicht. Meine Damen und Herren, die politischen Konsequenzen wird der Wähler ziehen müssen. Ich finde, die nächste Bundestagswahl, die nächste Landtagswahl bieten dafür die richtige Gelegenheit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schmidt. Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zunächst richtet sich auch mein Dank an den Vorsitzenden, unseren Kollegen Heinz, an Herrn Dr. Bartel, an Dr. Spalte und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgeholfen haben, diesen Untersuchungsausschuss entsprechend zu einem positiven, wie wir meinen, Ende zu bringen. Danke. Danke für eine faire und stringente Sitzungsleitung und die professionelle Begleitung der Ausschussarbeit. Vor gut drei Monaten, der Kollege Kaufmann hat darauf hingewiesen, wurde ein Bericht vorgelegt, der den Sachverhalt nach Befragen und Hören aller Zeugen ausgewogen und nachvollziehbar darstellt und würdigt. Lassen Sie mich aber zunächst an den Ausgangspunkt zurückkommen. Erinnern wir uns an das schlimme Unglück in Fukushima. Wenn man heute mehr als fünf Jahre nach Fukushima nachdenkt, zurückblinkt, ist mancher schlauer, manch einer auch was die beschleunigte Energiewende anbelangt, auch ernüchterter. Ich denke da weniger an die damals bevorstehenden Wahlkämpfe und deren Ergebnisse als die damalig allgegenwärtig spürbare und übergreifende Aufgeregtheit, Angst, die weite Teile der Bevölkerung in Deutschland ergriffen hatte. Man war im höchsten Maße verunsichert. Das gipfelte sogar darin, dass in kurzer Zeit in den Apotheken die Jodtabletten ausverkauft waren. Diese Verunsicherung wurde ernst genommen, und das war sicher richtig. In Gedanken waren wir bei den vielen Tsunami-Opfern in Japan. Das war geboten. Und wir sorgten uns um die Sicherheit des Kernkraftwerks in Japan. Auch dies war leider notwendig. Manche waren auch ungehalten besorgt, ob der planerischen, technischen und ablauftechnischen Fehler, die vor und nach dem Tsunami in Japan gemacht wurden. Auch das war leider berechtigt. In Deutschland kam es in Folge zu schnellen Entscheidungsprozessen, deren Auswirkungen spüren wir noch heute. Oder anders formuliert, nicht jeder, der damals wusste, wo er raus will, Kernenergie, weiß heute, wo er rein will. Und gerade bei diesem Punkt dürfte mittlerweile eine, und das ist keine Kritik, gewisse Ernüchterung eingetreten sein. Denn auch das gehört dazu. Energie einsparen, wo es geht, in Ordnung und wichtig. Aber woher kommt der restliche Strom? Aus Kohle, Erdöl und Erdgas? Möglichst wenig. Atomstrom aus dem Ausland? Nein, danke. Windräder? Ja, bitte, aber nicht vor meiner Haustüre. Windräder im Norden? Ja, klar, aber keine Stromgasse durch unsere Region. Dies gehört leider auch ein Stück weit zur Realität von 2011 fortfolgende.
Damals wurde innerhalb von 5 Tagen in Berlin die beschleunigte Energiewende eingeleitet. Die 8 ältesten Kernkraftwerke wurden vom Netz genommen. Die anderen 9 sollten während des laufenden Betriebes sicherheitsüberprüft werden. Die Änderung des Atomgesetzes, die zum Ausstieg aus der Kernenergie führen sollte, wurde in 3 Wochen durch den Bundestag geleitet. Deshalb dürfen wir auch in der Nachschau nicht vergessen, alle wollten raus aus der Kernenergie, und zwar schnellstmöglich. Die Bevölkerung, die Politiker, manch einer hat dies heute vergessen. Manch einer in diesem Hause ging es damals noch nicht schnell genug. Manchmal forderten schon in diesen Tagen das sofortige Abschalten von Biblis A und B und die endgültige Abschaltung, von der zunächst keine Rede war. In Hessen gab es wie in allen anderen beteiligten Bundesländern keinen Entscheidungsspielraum. In Hessen wurde wie in allen anderen beteiligten Bundesländern das umgesetzt, was die Bundesregierung in Berlin beschlossen hatte. Der Bund gab das Was, die Stilllegung, das Wie, die Verfügung und das Wann, nämlich sofort vor. Anders als der frühere Bundesumweltminister und sein Abteilungsleiter heute behaupten, durften die Länder nicht von den Vorgaben abweichen. Die Zeugen der Fachebene des Hessischen Umweltministeriums und des Bundesumweltministeriums haben ganz klar ausgesagt, dass der Bund einen unterschriftsreifen Entwurf liefern sollte und dass die Länder diesen 1:1 umzusetzen hatten. Dass ein einheitliches Vorgehen aufgrund des Schreibens des Bundesumweltministeriums vereinbart war, zeigt schon die Tatsache, dass alle Bundesländer die Begründung des BMU wortwörtlich übernahmen. Nicht ein Land ist von der materiellen Begründung abgewichen. Hessen handelte somit aufgrund klarer Vorgaben des Bundes und im Geleitzug aller anderen Länder. Da bedurfte es auch keiner formellen Weisung. So klar war die Lage für alle. Später haben die Konzerne von ihrem Recht Gebrauch gemacht, gegen diese Entscheidung zu klagen. Zuvor hatte aber, und das wurde bei dem Vorredner vergessen zu erwähnen, auf Hessen bezogen die RWE erklärt, alles umzusetzen, was seitens der Politik beschlossen werde. Es gab sogar Pressemitteilungen dazu. Die Mitarbeiter wurden auf einer Betriebsversammlung hierzu informiert. Das gehört auch zur Klarheit und Wahrheit, wenn wir diesen Abschlussbericht besprechen. Ja, es ist richtig, die Gerichte haben später, Jahre später festgestellt, dass die zeitweise Stilllegung materiell und formell rechtswidrig war. Formell wegen, und darauf wurde hingewiesen, der fehlenden Anhörung, materiell wegen der nicht ausreichenden Rechtsgrundlage. Ich betone deshalb, rechtswidrig vor allem, weil das Gericht keine materielle Gefährdungslage gesehen hat, die eine Abschaltung nach dem Atomgesetz ermöglicht hätte. Vereinfacht gesagt, weil Biblis dem Gericht für eine Abschaltung zu sicher war. Für Hessen heißt dies aber im Umkehrschluss, auch bei einer Anhörung hätte sich am Ergebnis nichts geändert. Auch dies muss an dieser Stelle gesagt werden dürfen. Wir sind uns einig oder sollten uns einig sein, dass das schnelle Abschalten des Kernkraftwerks Biblis richtig und notwendig war, dass Hessen keinen Entscheidungsspielraum hatte und dass es jetzt gilt, meine Damen und Herren, auch von der Opposition, im Schadenersatzprozess jeden Schaden vom Land abzuwenden. Zu den Vorwürfen der Opposition. Sie werfen uns vor, die damalige Regierung aus CDU und FDP hätte das nur aus wahltaktischen Gründen gemacht. Das ist falsch. Das wurde von allen politischen Verantwortungsträgern im Zeugenstand deutlich gemacht. Die Entscheidung fiel vielmehr in Verantwortung für die Sicherheit unserer Bevölkerung. Dass sie diesen Vorwurf wider besseren Wissens und allen Aussagen zu Trotz aufrechterhalten, zeigt, dass Sie es sind, die hier wahltaktisch denken und handeln. Vielen von Ihnen ging es auch damals nicht so schnell. Sie behaupten, der Verzicht auf die Anhörung sei ursächlich für die Rechtswidrigkeit des Bescheids. Das ist eindeutig und klar erkennbar falsch. Der Bescheid war formell und materiell rechtswidrig. Das heißt, die Rechtsgrundlage und die Begründung, die der Bund geliefert haben, waren rechtswidrig. Eine Anhörung, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von der Opposition, hätte an der Entscheidung nichts geändert. Auch deshalb hat kein Bundesland eine Anhörung durchgeführt.
Sie unterstellen, die Landesregierung hätte aus Fahrlässigkeit oder gar bösem Willen die Anhörung vergessen oder gar unterlassen. Diese Unterstellung wurde in der Untersuchung eindeutig widerlegt. Im Gegenteil, man hat sich sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, ob man eine Anhörung machen sollte und damit auch entsprechende Zeitverluste bis zur Abschaltung akzeptiert oder ob man schnell sein will und deshalb verzichtet. Und das war doch genau auch damals im Sinne der Opposition, so schnell wie möglich hier diese Entscheidungen zu treffen. Und es gab auch gute rechtliche Gründe für den Verzicht. Das hat unter anderem der bewusst eingeschaltete Fachanwalt de Witt dargelegt und empfohlen. Außerdem führten die bereits angesprochenen Vorfestlegungen von RWE durch die angesprochene Pressemitteilung und die entsprechenden vorgelagerten Gespräche der Fachabteilung mit RWE in der Phase der Anordnungserstellung zu dieser Einschätzung. Also, das fällt zusammen wie ein Kartenhaus. Und deshalb erinnere ich es noch einmal daran, man darf nie vergessen, keines der anderen betroffenen Länder hatte eine Anhörung durchgeführt. Meinen Sie denn, die hätten alle fahrlässig oder aus bösem Willen gehandelt? Sie behaupten zwar immer, dass auch Sie einen Schaden vom Land abwenden wollen, unterstellen aber gleichzeitig, dass das Land die Verantwortung trägt, nicht der Bund. Das ist nicht nur ein Widerspruch, es schadet auch den Landesinteressen, was Sie hier machen. Um diese Frage dreht sich auch die ganze Debatte. Für uns steht fest, dass der Bund die Sachkompetenz an sich gezogen hat. Es ist eigentlich für jeden klar ersichtlich. Der Bund ist schon laut Verfassung für die Fragen des Atomrechts zuständig. Die Bundesregierung hat das Moratorium öffentlich verkündet, bevor mit den Ländern gesprochen wurde. Sie hat den Ländern Rechtsgrundlage und Begründung für das Moratorium übermittelt. Sie hat die Länder aufgefordert, das so und genau so umzusetzen, und zwar schnell. Und das ist erfolgt. Eine solche Vorgabe im Nachhinein, ich muss es leider sagen, als freundliche Bitte umzudeuten, ist nicht angemessen. Was hätte denn der Bund gemacht, meine Damen und Herren, wenn Hessen gesagt hätte, wir machen da nicht mit? Und vor allen Dingen, was hätte denn die heutige Opposition damals gesagt, wenn wir als einziges Bundesland bei der Kernenergie geblieben wären bzw. den Ausstieg verzögert hätten, beispielsweise durch eine lange Anhörung? Sie hätten doch dann schon wieder gesagt, wir wären auf der Seite der sogenannten Atomlobby. Das hätten Sie gemacht. Und heute stellen Sie sich hin und kritisieren die fehlende Anhörung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das passt nicht. Und zur Frage Weisung, ja oder nein. Die Rechtshistorie zeigt eindeutig, dass eine Weisung nicht so genannt werden muss. Die formelle Weisung war in dem Fall nicht erforderlich, weil der Bund eindeutig die Sachkompetenz an sich gezogen hat. Das liegt mit dem Schreiben des BMU an das Hessische Ministerium mit Datum vom 16. März 2011 eindeutig vor. Liegt eindeutig vor, und das wissen Sie genauso gut wie ich. Und vor diesem Hintergrund fordern Sie ein Amtsschaftungsverfahren gegen Staatsministerin Buttrich. Das ist so an den Haaren herbeigezogen, dass eigentlich fast keine Erwiderung bedarf. Amtshaftung, das sollte jeder wissen, kommt in Betracht, wenn jemand in grober Fahrlässigkeit, das heißt von der großer Verletzung der Sorgfalt, einen Fehler gemacht wird. Aber hierzu, auch wenn Sie das hier beklatschen, hierzu hat der Untersuchungsausschuss eindeutig gezeigt, die Entscheidungen sind bei aller Eilbedürftigkeit sehr sorgfältig diskutiert und abgewogen worden. Und Handlungsalternativen der Ministerin waren praktisch nicht gegeben, weil der Bund den Text vorgegeben hat. Vor diesem Hintergrund eine grobe Fahrlässigkeit zu unterstellen, ist keine sachliche und faire Auseinandersetzung mehr. Sie unterstellen eine bewusste Schädigung unseres Landes durch die Ministerin, die ein Eid auf die Verfassung geschworen hat. Das ist ehrenrührig, und das weisen wir entschieden zurück. Statt solcher Scharmützel sollten Sie Schaden vom Land abhalten, beispielsweise in Richtung Bund. Wir haben hier eine klare Meinung, trotz parteipolitischer Verbundenheit. Der Bund hat angewiesen, hatte die Sachkompetenz an sich gezogen und war und ist zuständig. Ich habe das dargelegt. Und Schaden vom Land abzuhalten, beispielsweise in Richtung RWE. Unseres Erachtens besteht hier kein Recht auf Schadenersatz. Erstens.
Erstens. Das Unternehmen betrieb keine Schadensminderung. Zweitens. Das Unternehmen intervierte nicht. Ganz im Gegenteil. Sie sagten, wir tun alles, was ihr beschließt. Wir sind hochkooperativ. Geklagt wurde erst viel später. Drittens. Sie konnten einen Block gar nicht hochfahren, da es in der normalen vor Fukushima eingeleiteten Revision immer wieder neue Probleme mit diesem Block gab. Viertens. Das Unternehmen hätte zig Millionen bereitstellen müssen, um die sogenannten Weimar-Auflagen, die haben mit Fukushima gar nichts zu tun, zu erfüllen. HR Online spricht am 17. Februar 2011 davon, dass 2011 260 Millionen € bereitzustellen wären, um Biblis nachzurüsten. 260 hätten die in die Hand nehmen müssen, und hier ist von 235 die Rede. Und schließlich, das Unternehmen konnte anderweitig gewinnbringend Strom produzieren und verkaufen. Auch dies gehört zur Wahrheit. Und abschließend möchte ich noch auf eine weitere Ungeheuerlichkeit eingehen. Sie werfen uns vor, wir würden die Schuld auf die Mitarbeiter des Ministeriums abwälzen wollen. Völliger Unfug. Die Mitarbeiter haben in einer extremen Drucksituation Enormes geleistet. Dafür gebührt Ihnen als erstes einmal Dank. Sie haben die Aufgabe einer Verwaltung erfüllt, haben Anweisungen umgesetzt und haben auf Probleme hingewiesen. Am Ende stand die Entscheidung, es so zu machen, wie es gemacht wurde, weil der Bund es so vorgegeben hatte und weil man in den Details und bezüglich der Anhörung zu einer Abwägung gekommen ist. So wurde es immer dargestellt. Niemand wirft den Mitarbeitern ein Fehlverhalten vor. Solche haltlosen Unterstellungen und Beschuldigungen mögen das Niveau von den LINKEN und der SPD sein, sind aber nicht Art und Stil der Koalition von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten eine umfassende Untersuchung der Ereignisse. Wir haben den Sachverhalt umfassend aufgeklärt und aufbereitet. Es ist jetzt klar, wer wann, warum und wie entschieden hat. Es ist auch klar, dass den politischen und administrativen Verantwortungsträgern in Hessen kein Vorwurf zu machen ist. Kollege Bellino, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Präsident, letzter Satz. Sie haben unter den gegebenen Umständen nach bestem Wissen und Gewissen abgewogen, soweit Spielraum bestand, und eine Entscheidung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger unseres Landes getroffen. Die Angriffe der Opposition entbehren jeder Grundlage und sind unbegründet. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat die Frau Abg. Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch ich möchte die Gelegenheit nutzen, um mich zu bedanken. Ich danke dem Ausschussgeschäftsführer, Herr Dr. Spalt, für seine Arbeit, dem Ausschussmitarbeiter, Herr Dr. Bartel. Bei denen möchte ich mich herzlich bedanken, aber auch bei den vielen Stenografinnen und Stenografen, die diese stundenlangen Zeugenaussagen festgehalten haben. Ich danke dem Ausschussvorsitzenden, Herrn Heinz, für die gute Zusammenarbeit und für die faire Sitzungsleitung, die, wie ich meine, großen Anteil daran hatte, dass die Stimmung in diesem Untersuchungsausschuss sehr viel besser war als in anderen. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen der SPD-Fraktion für die gute Zusammenarbeit bei der Erstellung des Minderheitenvotums. Und ganz besonders möchte ich mich bei unseren beiden Mitarbeitern bedanken im Untersuchungsausschuss, nämlich Sebastian Scholl und Kim Abraham, die sich durch tausende Seiten Akten gewühlt haben, große Arbeit geleistet haben. Vielen Dank dafür. Ihr seid großartig. Meine Damen und Herren, zwei Jahre lang haben wir uns als Untersuchungsausschuss mit der Abschaltung des Atomkraftwerks Biblis im Jahr 2011 im Rahmen des sogenannten Atommoratoriums beschäftigt. Das Land Hessen befindet sich ja heute in einem Rechtsstreit mit dem Betreiber RWE, der schon viel Geld gekostet hat und vermutlich auch noch teuer werden könnte. Im Laufe des Untersuchungsausschusses ist immer klarer geworden, wie Dinge abgelaufen sind, aber einige Fragen blieben auch offen. Deswegen will ich noch einmal einen Ablauf auf die
noch einmal auf den Ablauf der Ereignisse eingehen, um hier noch einmal ein bisschen was zu skizzieren. Beginnen wir im Oktober 2010. Die schwarz-gelbe Koalition hat nämlich damals mit ihrer Bundestagsmehrheit den 8 Jahre zuvor besiegelten sogenannten Atomkonsens aufgehoben und die Laufzeitverlängerung beschlossen. Hunderttausende Menschen gingen gegen diesen Ausstieg aus dem Ausstieg auf die Straße. Doch das konnte die schwarz-gelbe Bundesregierung damals nicht erschüttern. Und ich finde, man muss schon sehr deutlich sagen, ohne diese unselige Laufzeitverlängerung, ohne dieses Geschenk an die Atomkonzerne, müssten wir diese Debatte heute hier nicht führen, und es wäre viel Geld erspart geblieben. Wenige Monate nach der beschlossenen Laufzeitverlängerung ereignete sich dann am 11. März 2011 ein schweres Erdbeben vor der japanischen Küste und löste einen Tsunami aus. Neben der humanitären Katastrophe kam es zu Unfällen in mehreren japanischen Atomkraftwerken, insbesondere in Fukushima. Einmal mehr nach Tschernobyl und Harrisburg zeigte sich, dass die Nutzung der Atomenergie eine unkalkulierbare Risikotechnologie ist. Was Atomkraftbefürworter gerne läppisch als Restrisiko abgetan haben, zerstört eben im Ernstfall ganze Landstriche und die Gesundheit ihrer Bewohner. Deswegen lehnen wir die Nutzung der Atomenergie grundsätzlich ab, ob militärisch oder vermeintlich zivil. Mit diesem Unfall beginnt die Woche der Ereignisse, mit deren Ablauf wir uns im Untersuchungsausschuss im Wesentlichen beschäftigt haben. Noch einen Tag nach dem Erdbeben hat der damalige Bundesumweltminister Röttgen die Diskussion über Sicherheit und Laufzeit für völlig deplatziert gehalten, was deutsche Atomkraftwerke anging. Aber die öffentliche Stimmung kippte bis weit ins bürgerliche Lager hinein. Und in Baden-Württemberg stand 2 Wochen später eine Landtagswahl an. Das heißt, die Bundeskanzlerin sorgte sich um die gesellschaftliche Stimmung und verkündete am 14. März, die Laufzeitverlängerung für die Atomkraftwerke solle ausgesetzt werden, ohne aber die Grundsatzentscheidung für die Laufzeitverlängerung wirklich anzufassen. Die Kanzlerin hat damals der Öffentlichkeit signalisiert, einen gewissen Aktionismus, und damals ist das Atommoratorium geboren. Daran, den richtigen, nämlich den rechtssicheren Weg zu gehen, nämlich ein Ausstiegsgesetz zu verabschieden, wie es auch DIE LINKE damals gefordert hat, hat in der Bundesregierung offensichtlich niemand ein Interesse gehabt. Das wäre möglich gewesen. Das wäre schnell möglich gewesen. Die Bankenrettungspakete im Bundestag haben ja gezeigt, wie schnell man im Ernstfall Gesetze verabschieden kann, wenn der politische Wille da ist. Das Atommoratorium hingegen hat den Konzernen Tür und Tor geöffnet für Klagen, trotz aller Warnungen seitens der Opposition von Verfassungsrechtlern, ja sogar aus den eigenen Ministerien. Es ist ein unverantwortliches Vorgehen gewesen. Ja, es ist richtig gewesen, dass man schnell handeln musste, aber man muss natürlich auch rechtssicher handeln, damit am Ende nicht die Allgemeinheit die Zeche dafür zahlen muss. So, dann, was ist weiter passiert? Dann hat die Kanzlerin und der Bundesumweltminister die Ministerpräsidenten ins Kanzleramt eingeladen, um das Vorgehen zu besprechen. Und bei diesem Treffen wurde verabredet, die ältesten 7 Atomkraftwerke sollen für 3 Monate für eine Sicherheitsüberprüfung vom Netz. Es sollte dafür keine gesetzliche Grundlage geben, sondern das soll im Rahmen eines atomrechtlichen Verwaltungsverfahrens geschehen. Mittags geben dann die Beteiligten eine Pressekonferenz, und dann gehen sie auseinander. Man will sich über die Landtagswahlen retten. Einen anderen Grund, meine Damen und Herren, kann es überhaupt nicht gegeben haben für dieses windige Verfahren. Und nach Darstellung von Ministerpräsident Bouffier soll es bei dem Treffen Zusagen des Bundes bezüglich der Haftung gegeben haben. Das wurde von niemandem bestätigt. Auch die Kanzlerin will oder kann sich daran nicht erinnern. Und Herr Bellino hat ja versucht, als wir im Kanzleramt in Berlin waren, danach diesen Widerspruch zwischen Frau Merkel und Herrn Bouffier vor der Presse herunterzuspielen. Und er sagte, die Kanzlerin habe Bouffier ja nicht widersprochen, sondern sie habe sich nur nicht an die Zusage erinnern können. Ja, Herr Bellino, so haben auch Sie es einmal in die Tagesschau geschafft, die Ihren O-Ton als Zitat eigenwillige Interpretation der hessischen CDU bewertete. Die genaue Ausgestaltung des Moratoriums sollte nach dem Treffen mit dem Ministerpräsidenten dann am Nachmittag stattfinden mit den Umweltministern der Länder. Die damalige hessische Umweltministerin, Frau Puttrich, ist auch extra für dieses Treffen nach Berlin geflogen, hat sich aber vor Beginn dieses Treffens schon wieder auf den Rückweg gemacht, weil der Ministerpräsident mit ihr eine Pressekonferenz in Wiesbaden machen wollte, ohne dass die Frau Ministerin ja überhaupt wusste, was in Berlin besprochen wurde. So kam es, dass Hessen als einziges Land
nicht durch die Ministerin vertreten war, sondern durch einen Beamten, dem Abteilungsleiter Atomrecht. Und als es um die rechtliche Absicherung des Moratoriums ging, da meldete sich dieser anwesende hessische Fachbeamte sogar noch zu Wort und hat seine Bedenken formuliert, hat aber kein Gehör gefunden. Ich will jetzt auf die Ironie, dass ausgerechnet die Umweltministerin an diesem Tag vor allem sinnlos durch die Gegend fliegt, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Aber es ist natürlich vollkommen unverantwortlich, an einem solchen Treffen nicht teilzunehmen. Und unklar bleibt auch, dass es ein Widerspruch im Untersuchungsausschuss gewesen, ob Frau Puttrich und Bundesumweltminister Röttgen an diesem Tag noch miteinander telefoniert haben. Herr Röttgen sagt nämlich, er habe mit Frau Puttrich telefoniert nach dem Treffen und ihr ausdrücklich gesagt, dass der Bund eben nicht hafte für eventuelle Risiken. Frau Puttrich hat dieser Darstellung im Untersuchungsausschuss widersprochen. Nur einer der beiden kann die Wahrheit sagen. Wir können nicht feststellen, wer es ist. Am Tag nach diesem Treffen in Berlin, das war dann der Mittwoch, der 16. März, ging dann im hessischen Umweltministerium ein Schreiben aus dem Bundesumweltministerium ein, nämlich wie die Abschaltverfügung auf Landesebene zu gestalten sei. Diese Anweisung oder dieses Schreiben hat bei der Fachaufsicht, bei der Fachabteilung Atomrecht große Bedenken ausgelöst und Absprachen vom Vortag sah die Abteilung nicht eingehalten. Der Ministerin werden daraufhin von der zuständigen Abteilung diese Bedenken vorgetragen. Und daraufhin sagt die Ministerin nicht, okay, ich werde noch einmal mit dem Bund reden, sondern was sagt sie? Ich nehme das Verfahren an mich. Die zuständige Abteilung wird von ihren Aufgaben in dieser Sache entbunden und soll nur noch, Zitat, Schreibarbeiten ausführen. Dieser beachtliche Vorgang und die Bedenken der zuständigen Abteilung wurde in keiner Akte vermerkt. Und als wir gefragt haben, warum es nicht vermerkt wurde, war die Antwort, man habe es nicht vermerkt, weil man RWE kein Material für eine Schadensersatzklage liefern wollte. Man war sich dieser Gefahr also bewusst. Man war sich dieser Gefahr bewusst, und trotzdem hat man auf eine Anhörung verzichtet, die natürlich obligatorisch gewesen wäre. Und, Herr Bellino, es ist ja schon fast putzig, wenn Sie sich hier hinstellen und dann auch noch betonen, dass Ihr Bescheid nicht nur formell, sondern auch materiell rechtswidrig gewesen wäre. Ich sage einmal, das spricht nicht für Sie. Rechtswidriger geht es also nicht als das, was Sie da gemacht haben. Und auch die Frage, die RWE wollte ja freiwillig abschalten, wie Sie ja eben gesagt haben. Ich darf darauf hinweisen, Sitzung des Umweltausschusses am 18.03.2011, also genau in dieser Woche, da wurde zitiert eine Frage von Spiegel Online, ein Artikel von Spiegel Online, wo der damalige zuständige Vorstandsmitglied Herr Jäger von RWE gefragt wurde, würden Sie Ihre Reaktoren Biblis A und B freiwillig schließen? Darauf antwortet Jäger, dafür gibt es keine Veranlassung. Und ich will Ihnen auch einmal sagen, wer das hier zitiert hat im Ausschuss. Das war nämlich der heutige Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der das zitiert hat. Also am Freitag, den 18. März, eine Woche nach der Katastrophe in Fukushima, erlässt das Land dann eine Abschaltverfügung über das AKW Biblis. RWE reicht zwei Wochen später vom Verwaltungsgericht Klage ein und bekommt Recht. Bis heute hat dieses Verfahren das Land schon Millionen gekostet, und es werden noch viel höhere Schadensersatzforderungen vor dem Landesgericht, vor dem Landgericht Essen verhandelt. Nachdem RWE also jahrelang, jahrzehntelang hohe Profite mit Atomkraftwerken gemacht hat, die subventioniert wurden und für deren Folgekosten die Allgemeinheit noch lange wird aufkommen müssen, will man sich jetzt einmal mehr auf Kosten der Steuerzahler bereichern. Ganz klar, das ist eine Frechheit seitens RWE, aber es ist eine Frechheit, zu der Schwarz-Gelb die Konzerne leider ausdrücklich eingeladen hat. Und ich muss schon sagen, das Bild, dass fast alle Beteiligten in diesen zwei Jahren Untersuchungsausschuss abgegeben haben, meine Damen und Herren, das ist verheerend. Man hatte das Gefühl, das ist die organisierte Verantwortungslosigkeit, die sich hier vor allem ausbreitet. Und beim einen oder anderen wurde mir Angst und Bange bei der Vorstellung, dass er für die Sicherheit von Atomkraftwerken zuständig war oder ist. Auf Bundesebene wurde ein wackeliges Verfahren angeschoben, die Länder mit ins Boot geholt, um die Verantwortung nicht alleine zu tragen. Da wurden warnende Stimmen von Mitarbeitern aus den Ministerien einfach ignoriert. Beamte wurden von ihren Aufgaben und ihrer Verantwortung entbunden, die sich kritisch geäußert haben. Die Atomaufsicht wurde faktisch ausgeschaltet. Und ja, diese Vorgänge erscheinen ganz anders, wenn man sich den mit schwarz-grüner Mehrheit beschlossenen Untersuchungsausschussabschlussbericht durchliest.
weil der ist vollkommen einseitig. Er kommt zu Bewertungen, welche Zeugenaussagen nun glaubhaft seien, Bouffier zum Beispiel, oh Wunder, und welche Zeugenaussagen dann unglaubhaft sein sollen. Und ich finde, eine pauschale Entlastung von Ministerpräsident Bouffier und der damaligen Umweltministerin Frau Puttrich, die können wir natürlich nicht mittragen. Und deswegen haben wir gemeinsam mit der SPD einen eigenen Bericht erstellt. Am Tag nach dem Treffen, besonders schäbig, den Punkt will ich auch noch einmal aufgreifen, besonders schäbig seitens der Regierungsfraktion ist es, dass die Schuld nicht nur auf den Bund geschoben wird, das war ja soweit erwartbar, aber dass sie sich auch, dass sie die Schuld auch auf die Beamten in ihren eigenen Ministerien schieben, das muss ich sagen, das halte ich schon für schäbig. Zum einen haben diese Beamten klar zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht einverstanden sind mit dem Verfahren. Und zum anderen trägt immer noch die zuständige Ministerin die Verantwortung für das, was in ihrem Haus passiert, und nicht die Beamten. Und es ist doch ein fatales Signal, was sie an ihre eigenen Mitarbeiter in den Ministerien aussenden. Man kann doch jedem Beamten in den Ministerien nur noch empfehlen, dass er bei der kleinsten Unstimmigkeit sofort demonstrieren soll, damit es aktenkundig wird und er am Ende nicht solchen Vorwürfen ausgesetzt wird, meine Damen und Herren. Die Kanzlerin hat in Berlin in der Zeugenvernahme abgestritten, dass parteipolitische, wahlkampftaktische Überlegungen irgendwie zu dieser Entscheidung beigetragen haben. Ich finde, das ist nicht glaubwürdig. Es waren nur Ministerpräsidenten der Union bei dem Treffen. Und die Kanzlerin konnte ja nicht einmal erklären, warum sie das Moratorium ausgerechnet auf 3 Monate festgelegt hat und nicht auf eine andere Zeit. Und auch, dass die Aussage der Kanzlerin, man habe ja nicht mit Klagen der Atomkonzerne gerechnet, ist hanebüchen. Die Frau war Bundesumweltministerin, und man konnte damals in jeder Tageszeitung nachlesen, dass die Konzerne eine Klage vorbereiten. Und ich muss schon sagen, dass sich jetzt ausgerechnet die GRÜNEN in Hessen daran beteiligen, diese ehemalige atomfreundliche Landesregierung reinzuwaschen, das ist angesichts ihrer Geschichte und ihrer früheren Verbundenheit mit der Anti-Atom-Bewegung schon bemerkenswert. Den GRÜNEN ist offensichtlich Loyalität oder besser gesagt Vasallentreue zu Bouffier und der hessischen CDU wichtiger als ihr einziges Herzensthema. Und ich finde, wir haben in diesem Untersuchungsausschuss ja so manche bedenkliche Verstrickung zwischen Politik und Atomwirtschaft gestreift. Wir konnten sie nicht erschöpfend behandeln. Wir haben gehört, dass Ronald Pofalla, damals Kanzleramtsminister, sich mit RWE-Chef Grossmann zum Abendessen getroffen hat, privat bei Herrn Grossmann in der Villa. Ich will noch hinweisen auf die schillernde Figur des Gerald Hennenhöfer, der offensichtlich als Vorlage für Mr. Burns bei den Simpsons gedient hat. Das ist in der Serie bekanntlich der Besitzer eines Atomkraftwerks ist und der die Sonne verdunkelt hat, um mehr Strom zu verkaufen. Dieser Herr Hennenhöfer hat noch 2002 mit Gerhard Schröder den Atomkonsens ausgehandelt und wurde dann, weil er bei dem E.ON-Vorgänger FIAC beschäftigt war, und dann wurde er später unter Schwarz-Gelb Chef der Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium. Deshalb, die Nähe zwischen Politik und Atomwirtschaft war schon immer bedenklich eng. Und deswegen sage ich, wir brauchen eine Energiewende. Wir brauchen sie nicht nur, um die Energieträger auszutauschen, sondern auch, um die Energiewirtschaft umzubauen, um diese Konzerne mit ihren Verflechtungen in die Politik endlich zu entmachten und zu zerschlagen, meine Damen und Herren. Auch das hat dieser Ausschuss doch sehr deutlich gemacht. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja, das ist äußerst bedauerlich. Ich finde, es ist schwer vorstellbar, dass das alles nur Pannen sind, über die wir hier reden. Dazu ist die Juristendichte in den Ministerien zu groß. Es gab zu viele Warnungen. Man hat den Eindruck gehabt, alle Beteiligten wussten, das würde nicht gut gehen. Aber statt einen rechtssicheren Weg einzuschlagen, haben alle Beteiligten frühzeitig damit begonnen, die Verantwortung auf die jeweils andere Ebene abzuschieben. Und deswegen ist es zumindest fahrlässig, wie hier gehandelt wurde. Die Verantwortlichkeit hier in Hessen liegt bei Ministerpräsident Bouffier und bei der damaligen Umweltministerin Frau Puttrich. Ich sage mal, in jedem anderen Bundesland gäbe es für sowas, würden für so etwas Menschen auch zurücktreten. In Hessen haben wir leider die Situation, dass die hessische CDU die Grenzen des Anstands so weit verschoben hat, dass hier ja leider keiner mehr Verantwortung für irgendwas übernimmt, sondern man im Zweifelsfall versucht, die Verantwortung abzuschieben und zur Not auf die eigenen Mitarbeiter.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Dieser UNA war mein erster Untersuchungsausschuss. Es war ein interessanter Untersuchungsausschuss, und es war ein Untersuchungsausschuss, der, glaube ich, in einem guten Klima und der guten Voraussetzung hat arbeiten können. Und da ist ja heute schon viel Dank ausgesprochen worden. Ich möchte auch dem Vorsitzenden hier an dieser Stelle danken für die gute Zusammenarbeit. Und ich möchte auch den anderen Fraktionen danken für den vernünftigen Umgang, den wir in diesem Untersuchungsausschuss hatten. Und ich glaube, das muss auch einmal gesagt werden, auch wenn jetzt vielleicht die Bewertung unterschiedlich ist an dieser Stelle. Für mich ist es so, an der Überlegung gewesen, warum machen die Freien Demokraten einen abweichenden Bericht zu diesem Untersuchungsausschuss. Und es ist, glaube ich, in der Debatte klar geworden, warum das notwendig ist, dass wir einen eigenen Bericht machen. Denn anders, wie Herr Kaufmann das hier vorgetragen hat, gibt es eben keinen objektiven Bericht des Berichterstatters an dieser Stelle, sondern es gibt einen klar wertenden Bericht, einen Bericht, der die Fakten in einen für die Regierung guten Zusammenhang stellt. Und darum ist es notwendig gewesen, auch unsere Bewertung dieser Fakten in einen Zusammenhang zu stellen, den wir für realistisch halten. Und Herr Kaufmann, ich glaube, Sie sollten doch mit Ihren Vorträgen hier ein bisschen vorsichtig sein, wenn Sie gerade als grüner Politiker hier an dieser Stelle, glaube ich, für Ihre Partei viel Glaubwürdigkeit verspielt haben, hier auch noch mit dem Finger auf andere zu deuten. Sie haben einen Bericht vorgelegt, den man so, wenn man diesem Ausschuss gefolgt ist, nicht folgen kann, sondern hier ist eine abweichende Stellungnahme zwingend notwendig, weil Sie die Fakten absolut verdrehen und in einen anderen Sachzusammenhang stellen. Und eine kleine Bemerkung, Herr Bellino, an Sie noch einmal. Sie haben hier ja auch ausgeführt, der Untersuchungsausschuss könnte womöglich mit dem, was er herausfindet, dem Land Hessen schaden, nämlich dass er sozusagen die Interessen von RWE bedienen würden. Also ich will Ihnen noch einmal deutlich machen, in einem Rechtsstaat heilt der Zweck niemals die Mittel. Und das sollten auch Sie und Ihrer Fraktion klar sein, sondern unser Untersuchungsausschuss hat sich klar an den Vorgaben des Hessischen Landtags orientiert. Und da ist es klar, Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Jetzt ist natürlich jedem, der hier parlamentarisch tätig ist, und auch den Beobachtern klar, in einer Demokratie beschließt am Ende die Mehrheit die Wahrheit, zumindest die politische Wahrheit. Und wir wissen natürlich auch, dass in einem Rechtsstaat am Ende die Gerichte Recht sprechen und die Rechtsfolgen festlegen. Und das ist wieder eine andere Ebene. Die dritte Ebene, die dazukommt, ist natürlich die Ebene der öffentlichen Berichterstattung, die noch einmal für die Bevölkerung, für die interessierte Öffentlichkeit deutlich macht, wie dort die Bewertung ist. Und wenn die Bewertungen sehr deutlich auseinanderfallen, muss man sich natürlich als politische Mehrheit auch einmal hinterfragen. Ich möchte an der Stelle einsteigen, ganz klar mit dem, was wir im Untersuchungsausschuss an Vorgängen im Umweltministerium aufgedeckt haben, was wir dort recherchiert haben. Und ich muss ehrlich gestehen, als jemand, der ja auch 2011 im Hessischen Landtag war und als jemand, der den Prozess ja auch hier im Hessischen Landtag begleitet hat und auch noch fachpolitisch interessiert begleitet hat, war ich unglaublich überrascht, was ich dort erfahren musste. Ich weiß nicht, wie es den anderen Kollegen ging, aber der Vortrag, dass man im Ministerium die Fachabteilung zu einem qualifizierten Schreibbüro herabgesetzt hat und dass solche Vorgänge, die deutlich machen, wie groß die Befürchtung der Fachleute im Ministerium war, dass Schadensersatzansprüche entstehen konnten, wie man das vor der politischen Öffentlichkeit im Hessischen Landtag verbergen konnte, ist schon eine politische Botschaft an sich. Dazu kommt ja auch, dass zumindest das, was wir im Untersuchungsausschuss erfragen konnten, dass das Ministerium diese Tatsachen nicht nur vor dem Hessischen Landtag verschleiert hat, auch gegenüber der Staatskanzlei und dem Ministerpräsidenten, zumindest wenn man die Aussagen für glaubwürdig hält. Und das ist noch einmal ein weiterer Punkt, den wir
interessiert zur Kenntnis genommen haben. Das ist die Grundlage, auf der wir alles andere bewerten mussten, was dort im Ministerium, im Umweltministerium dann passiert ist. Insbesondere ist die Frage des Verzichts auf die Anhörung. Und genau hier, Herr Kaufmann, muss man sagen, wird ziemlich deutlich, Sie haben sich ja sehr lange dem Thema gewidmet, wie sehr man doch, sage ich jetzt mal, recherchierte Fakten unterschiedlich darstellen kann. Und der Verzicht auf die Anhörung und vor allem die Folgen des Verzichtes kann man nicht groß genug einschätzen, wenn man die rechtlichen Folgen betrachtet. Das ist die Ursache. Das ist die formale Ursache, warum Hessen rechtlich unterliegt und warum auch Hessen rechtlich keine Möglichkeit hat, dieses Urteil überprüfen zu können. Das ist deutlich geworden aus den Stellungnahmen, die uns zur Verfügung liegen. Also ist es nicht möglich, den Verzicht auf die Anhörung hier in irgendeiner Weise zu relativieren, zu bagatellisieren, sondern das ist ein entscheidender Punkt. Der zweite entscheidende Punkt, der den Ausschuss intensiv beschäftigt hat, ist die Frage, gab es eine Weisung oder gab es keine Weisung? Das ist im Innenverhältnis für den Schaden natürlich dann relativ entscheidend gewesen. Und es ist deutlich geworden, ich glaube, für jeden, der im Ausschuss war, und ich habe auch die Regierungsmehrheiten dann am Ende so erlebt, dass man nicht mehr an der These festgehalten hat, dass es eine Weisung gab. Es gab, nach dem, was wir herausfinden konnten, keine Weisung des Bundes an das Land Hessen oder an das Umweltministerium, das eben die Form dieser Umsetzung vorausgesetzt hätte. Von daher eine schwierige Situation für das Land Hessen. Aber dieser Fakt ist der zweite wichtige Fakt, den wir feststellen müssen. Jetzt könnte ich mich noch sehr lange an die Details der Umstände im Umweltministerium abarbeiten. Das werde ich aber jetzt nur noch an einer Kleinigkeit oder an einem Thema, Kleinigkeit ist völlig falsch, an einem Thema versuchen darzustellen. Es gab ja eine Einbeziehung anderer Ministerien und es gab auch die Einbeziehung des Justizministeriums und es gab einen Vermerk, der zur Verfügung gestellt wurde. Über den Vermerk ist öffentlich ausführlich berichtet worden. Den Inhalt muss ich jetzt hier nicht noch einmal darstellen. Diesem Vermerk wurde eben darauf hingewiesen, dass auch eine Anhörung notwendig wäre und dass man sie auch nachholen könnte. Auch über das Nachholen ist hier schon genug gesagt worden. Aber der Punkt, der mir noch einmal wichtig ist, auf den ich hinweisen möchte, ist der Umstand, dass man im Umweltministerium gesagt hat, diesen Vermerk hat man in den Papierkorb geworfen. Diesen Vermerk hat man in den Papierkorb geworfen, um ihn nicht in den Akten zu haben, weil ja daraus wiederum die Gefahr bestehen würde oder ableiten ließe, dass man Probleme bekommen würde, wenn es eine Schadensersatzklage käme an diesem Punkt. Und das ist für mich immer noch einer der Momente, der für mich unvorstellbar war in einer hessischen Verwaltung, in einem Ministerium, in so einem Umgang. Ein solcher Vorgang der Aktenführung ist für mich immer noch absolut nicht nachvollziehbar. Es ließ sich über den Punkt noch sehr, sehr viel sagen. Ich würde es jetzt hier abbinden, indem ich einfach sage, die Ministerin hat im Untersuchungsausschuss für die Vorgänge im Ministerium die politische, also die fachliche Verantwortung, die Verantwortung übernommen. Damit ist die Frage, wer in diesem Ministerium am Ende die Verantwortung hatte, klar. Frau Ministerin Puttrich hat im Ausschuss klar gesagt, sie hat allein die Entscheidung getroffen, sie übernimmt die politische Verantwortung. Der Ministerpräsident war nicht eingebunden. Sie hat sozusagen erklärt, es war ihre alleinige Entscheidung. Und alles Weitere, glaube ich, kann man dann detailliert im Bericht nachlesen. Aber ich glaube, das ist eine klare politische Botschaft, die man zur Kenntnis nehmen muss. Dennoch, glaube ich, muss man auch die Rolle von Volker Bouffier, unserem Ministerpräsidenten, in diesem Zusammenhang noch einmal beleuchten. Es ist ja, klar, selbstverständlich. Sie waren ja auch da. Sie haben das ja auch selbst gemacht, ausführlich. Wir haben ja erfahren durch den Ministerpräsidenten, dass man davon ausgehen konnte, dass man, die Formulierung war ja von Frau Merkel, die angebliche Formulierung von Frau Merkel war ja, lassen die Länder nicht im Regen stehen. Daraus abgeleitet, im Zweifel wird der Bund die Verantwortung übernehmen oder auch die den Regress, der entstehen könnte, übernehmen. Und diesen Eindruck hat Volker Bouffier ja nicht nur vielleicht intern vermittelt, sondern hat ihn auch öffentlich vermittelt, sodass vielleicht die Entscheidungen der Ministerin von so einem Denken ja auch nicht völlig losgelöst waren. Das ist zumindest einmal eine Botschaft, die wir hier politisch auch überall empfangen haben und die auch erst einmal im Raum stand.
Das Bild, das sich auch gezeichnet hat, ich weiß gar nicht, wer es war, von meinen Vorrednern, der darauf hingewiesen hat, dass der Ministerpräsident die Ministerin zu einer Pressekonferenz zitiert hat und sie deshalb nicht an einer wichtigen Sitzung in Berlin teilnehmen konnte, zeigt ja auch noch einmal ein Stück weit das Verhältnis zwischen Staatskanzlei, Ministerpräsident und der Umweltministerin und lässt eine reine autonome Entscheidung der Ministerin an der Stelle vielleicht zumindest noch einmal kann man die hinterfragen. Und es zeigt auch vielleicht der Schwerpunkt, der damals gesetzt worden ist, die Frage der öffentlichen Darstellung oder der fachlichen Bearbeitung. Auch das könnte Hinweise geben. Und besonders interessant im Zusammenhang ist natürlich der intensive Austausch von E-Mails und auch scheinbar Telefonaten zwischen Staatskanzlei und Ministerbüro im Hinblick auf die Frage, ob jetzt eine Anhörung in der Stilllegungsverfügung drin ist oder nicht. Diesen Austausch gab es nachweislich, auch wenn der nur scheinbar informell war und die politische Entscheidung ausschließlich durch Ministerin Puttrich gefällt worden ist. Es gibt zumindest Hinweise, dass die Staatskanzlei informiert war und auch in der einen oder anderen Stelle einen Hinweis gegeben haben könnte. Das ist allerdings von uns nicht zu erhärten gewesen. Und wie gesagt, wir haben ja die Aussage der politischen Zuständigkeit klar im Ausschuss gehört. Und auch die Frage des Informationsflusses ist ja auch klar festgestellt worden durch die Ministerin. Dennoch bleiben natürlich ein paar restliche Fragen übrig. Besonders interessant finde ich noch einmal ausführlich, und das ist noch einmal die Überleitung zu meinem letzten Punkt, die Erklärung von Volker Bouffier, dass er im engen Austausch mit RWE stand. Und das ist dort, also in der Pressekonferenz, dass er das noch einmal deutlich gemacht hat. Und das Schweigen zu einem Punkt zieht sich durch den gesamten Ausschuss aus meiner Sicht. Und das ist der Lebenserfahrung nach höchst unwahrscheinlich. Das ist das Schweigen zu dem Thema Schadensersatz. Ich will das noch einmal in meinen letzten drei Minuten vielleicht deutlich machen. Frau Puttrich hat erklärt, Schadensersatz war jetzt in der aktuellen Debatte nicht das zentrale Thema. In ihrer Behörde, in ihrem Ministerium hat das Amt erklärt, aus gewissen Gründen wollen wir keine Verantwortung übernehmen. Es gab den Vermerk aus dem Justizministerium. Volker Bouffier, ein erfahrener Politiker, viele Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte Verantwortung hier in Regierungsämtern, auch im Landtag. Sicherlich war ihm das Thema Schadensersatz bewusst, sonst hätte er es ja auch selbst aus eigenem Dafürhalten ja nicht auch angesprochen. Aber auch da ist es dann so, wenn man dann nachfragt, auch die Gespräche von RWE, ob das ein Thema war, erklärt man uns, dass Schadensersatz war nie ein Thema gewesen. Herr Dr. Grossmann erklärt das auch noch einmal sehr deutlich, dass das nie ein Thema war. Allerdings führt er aus, und das war, glaube ich, noch einmal interessant, dass das Schreiben, das Volker Bouffier an RWE sendet, aus Sicht von Herrn Grossmann ausreicht, um den Schadensersatzanspruch zu begründen auf Nachfrage, erklärt er noch einmal, das wäre auch die Meinung seiner Rechtsabteilung. Und das wäre auch notwendig gewesen, da er ja einer Aktiengesellschaft vorsteht. Also diese unterschiedliche Einschätzung wird sich ja dann sicherlich vor Gericht dann endgültig noch einmal nachprüfen lassen. Also hier gibt es zumindest einen deutschen Sachzusammenhang, den man auch in einem Urteil nachlesen kann. Dann bleibt das Thema, was auch total interessant war, dass Angela Merkel als zuständige ehemalige Ministerin für Reaktorsicherheit auch keinen Ton über das Thema Schadensersatz verloren hat. Da würde ich sozusagen gefühlsmäßig eher beim Ministerpräsidenten sein, dass er es angesprochen hat und dass es einen Hinweis der Bundesregierung gab. Diesen bauchmäßigen, das würde ich eher glauben. Aber die CDU hat ja nicht wirklich nachgehakt, als wir bei Frau Merkel waren. Man hat freundlich mal eine Frage gestellt, und dann hat man die Befragung von Frau Merkel eingestellt. Und ansonsten versuchte man ja da nicht irgendwie intensiver reinzugehen und hat dann nachher irgendwie versucht, man hat sich ja nicht widersprochen. Aber ich glaube schon, oder es ist nicht sehr glaubwürdig, dass Frau Merkel nicht klar war, dass es auch um Fragen des Schadensersatzes ging. Also da wäre ich sogar eher beim Ministerpräsidenten. Aber das lässt sich natürlich nicht aufklären. Also irgendjemand hat jedenfalls keine Erinnerung mehr an den Zusammenhang, was ja auch nicht unüblich ist in solchen Auseinandersetzungen. Aber der Höhepunkt war die Veranstaltung Pro Falla und Dr. Grossmann. Das war der Höhepunkt meiner politischen Aufklärungsarbeit, dass man sich
mit Zigarre zum Abendessen mit Frau trifft in einer Villa des Großunternehmens als Beauftragter der Bundesregierung, als Vertraute von Angela Merkel, dort dann auf den Balkon geht, eine Zigarre raucht und dann über große energiepolitische Entscheidungen spricht. Das ist die Form von Politik, die ich mir so, ehrlich gesagt, höchstens einmal in einem Roman vorstellen konnte, aber nicht, dass es bei solchen Fragen dann entscheidend ist. Und das Interessante ist, da ging es wieder nicht um Schadensersatz, hat Herr Dr. Grossmann und Herr Bofalla gesagt, da ging es nicht um Schadensersatz, da ging es um die Netzstabilität und was der Atomausstieg dafür bedeutet. Also, da bleibt natürlich ein Schmunzeln zurück, wenn man so etwas sieht. Und das Verständnis meinerseits über die Zusammenhänge ist ein anderes. Wir bleiben nur noch wenige Sekunden. Ich will deutlich machen, der Untersuchungsausschuss hat für mich Umstände offenbart im Ministerium für Umwelt im Land Hessen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Es wird jetzt an Gerichten liegen, die feststellen, wie ob und wie hoch ein Schadensersatz zu leisten ist. Danach muss die politische Bewertung vorgenommen werden. Wer die Verantwortung übernommen hat, ist klar geworden im Ausschuss. Und damit bleiben auch die Folgen, die politischen Folgen, jetzt für die zu entscheiden, die die Verantwortung dafür tragen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man kann es nicht oft genug und deutlich genug und unüberhörbar betonen. Es ist gut und richtig, dass Deutschland den Irrweg der Stromerzeugung durch Atomspaltung endlich verlässt und die Energiewende eingeleitet hat. Genau dieser Erfolg der Atomkraftgegner darf unter der hier und heute erkennbar auch stark parteipolitisch gefärbten Debatte zum BIBLIS-Untersuchungsausschuss nicht untergehen. Denn manche Reden, lachen Sie nicht so früh, Kollege Weiß, haben so geklungen, als ob der Atomausstieg schon wieder bedauert würde, ja vielleicht sogar rückgängig gemacht werden soll. All diesen Intentionen erteilen wir GRÜNE eine kompromisslose Absage, weil Atomkraftwerke völlig unverantwortliche Technologie darstellen, die bereits ohne Unfälle gegenüber kommenden Generationen ethisch überhaupt nicht zu vertreten ist, sondern auch, weil wir keine Wiederholung des Desasters zulassen wollen, über das wir hier gerade debattieren. Meine Damen und Herren, dieses Desaster begann bereits am 8. Dezember 2010, als die 11. Novelle des Atomgesetzes in Kraft trat. Das war der Kotau der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung und ihrer Parlamentsmehrheit vor den Interessen der Atomindustrie. Er war übrigens maßgeblich angetrieben von der FDP, die hier und heute ihre Verantwortlichkeit so auffällig verdrängt. Oder anders gesagt, wer nach den Verursachern unserer aktuellen Probleme der Atomwirtschaft sucht, sollte zuallererst den Blick in das Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2009 tun. Es hat die schönen Namen, die Mitte stärken Deutschland-Programm. Wir lesen dort auf Seite 57, ich zitiere, der Ausstieg aus der Kernenergie ist zum jetzigen Zeitpunkt ökonomisch und ökologisch falsch. Und ein Stückchen weiter lesen wir, die Laufzeiten sicherer Kernkraftwerke müssen daher in diesem Sinne verlängert werden. Meine Damen und Herren, in Kenntnis und Erwartung der Verlängerung der Laufzeiten ihrer Kraftwerke hatte RWE präventiv die Stromabgabemengen bereits gedrosselt, sodass der Abschaltzeitpunkt über den Wahltermin 2009 hinausrückte. Und deswegen freute sich der Boss, der RWE-Boss Dr. Grossmann, den wir später dann als Zeugen im Untersuchungsausschuss kennenlernen durften, bereits über den schwarz-gelben Koalitionsvertrag 2009 und ließ im Dezember 2010 die Champagnerkorken knallen. Er konnte nämlich hochvergnügt in die Weihnachtszeit gehen. Keine 100 Tage später, am 11. März 2011, wurde aller Welt auf grausamste Weise deutlich gemacht, dass es sie einfach nicht gibt. Und zwar nirgendwo sichere Atomkraftwerke.
menschliche Unzulänglichkeiten, unbeherrschbare Naturgewalten und nie 100% fehlerfrei funktionierende Technik können sich nämlich zu einem Katastrophendreieck zusammenfügen, das in den Untergang führt. Perfektion gibt es weder bei Menschen noch bei Technik. Also darf sie auch nie die Grundvoraussetzung der Sicherheit der Energieversorgung sein. Meine Damen und Herren, nachdem die Meldungen aus Japan im Laufe des 11. März 2011 zu uns kamen, war das Entsetzen groß. Wie wir aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses wissen, begannen spätestens am Folgetag, also am 12., hektische politische Aktivitäten. Die Öffentlichkeit war stark beunruhigt, also musste insbesondere die Bundesregierung sich äußern. Was wir dann über die Abläufe herausgefunden haben, sprach ich bereits bei der Vorstellung des Abschlussberichts an. Ich will es jetzt nicht noch einmal wiederholen. Wie das Geschehen aus grüner Sicht zu bewerten ist, das ist jetzt mein Thema. Meine Damen und Herren, es gab in diesem Land, das muss man noch einmal unterstreichen, einen rechtssicheren, weil vereinbarten Atomausstieg, der von einer rot-grünen Bundesregierung in Verantwortung, des Umweltministers Jürgen Trittin gegen viele Widerstände, und ich erinnere auch in unserer eigenen Partei, denen die Konsenslösung überhaupt nicht recht war, durchgesetzt worden war. Alles, was uns jetzt beschäftigt, folgt aus dem politischen Riesenfehler, dass Schwarz-Gelb diesen Konsens im Folgenden ohne Not aufgekündigt hat. Das Motiv, welches zu dieser Aufkündigung führte, mag die Überzeugung gewesen sein, dass Atomenergie zumindest in Hochtechnologieländern stets sicher und beherrschbar sei. Aber genau diese falsche Überzeugung begründete dann auch die Tiefe des Schocks am 11. März, als eine allseits geglaubte Gewissheit von einem Tsunami einfach brutal weggespült worden war. Alles Folgende lässt sich leichter verstehen, wenn man die totale Verunsicherung der in Berlin politisch Handelnden, die daraus erwuchs, in die Betrachtung mit einbezieht. Meine Damen und Herren, schnell war nämlich klar, dass etwas geschehen musste, nur nicht was. Da wurde aus dem Nichts heraus ein Moratorium propagiert, und es wurde nach gesetzlichen Formulierungen gesucht, die Maßnahmen begründen könnten, um der Bevölkerung Beruhigung zu bieten und Handlungsfähigkeit der Regierung zu demonstrieren. Inwieweit die heute schon mehrfach erwähnten seinerzeit bevorstehenden Wahlen obendrein zur Hektik beitrugen, konnten wir letztlich nicht ermitteln. Es wurde von den Verantwortlichen stets nachdrücklich bestritten, wiewohl es genau den deutlichen Anschein danach hatte. Nach allen Aussagen der Zeugen ist jedenfalls unstrittig, dass alle inhaltlichen Vorgaben, nämlich welche Atomkraftwerke für wie lange mit welcher Begründung vorübergehend stillgelegt werden sollten, vom zuständigen Bundesumweltminister kamen. Damit sollte eigentlich auch für alle genauso unstrittig sein, dass die Haftung für die Richtigkeit dieser inhaltlichen Vorgaben eindeutig beim Bund liegt. Das haben wir leider heute nicht gehört. Unter strenger juristischer Betrachtung war nämlich das, was den Ländern im Bundesumweltministerium vorgegeben wurde, rechtlich fehlerhaft. Dies hat der Verwaltungsgerichtshof durch zwischenzeitlich rechtskräftiges Urteil festgestellt und somit die hessischen Stilllegungsverfügungen für rechtswidrig erklärt, nachdem der hessische Betreiber, die RWE Power AG, das Land verklagt hatte. Meine Damen und Herren, damit Sie mich jetzt nicht vorsätzlich missverstehen, die materielle Rechtswidrigkeit der hessischen Stilllegungsverfügung beruht eindeutig auf den Vorgaben des Bundes. Das heißt allerdings nicht, dass das Land gar keine Verantwortung für die Stilllegungsverfügung hätte. Vom VGH ebenfalls festgestellte formelle Rechtswidrigkeit der Stilllegungsverfügung betrifft die Wahrnehmungskompetenz des Landes und damit seine Verantwortung. Das war auch nie strittig, hoffe ich. Hier stellt der Ausschuss in seinem Bericht ganz klar fest, dass die Entscheidung, auf eine Anhörung zu verzichten, von der hessischen Umweltministerin getroffen wurde und somit auch verantwortet wird. Das hatte ich bei der Vorstellung des Berichts ja auch schon einmal gesagt. Im Übrigen, meine Damen und Herren, trägt eine Ministerin stets für alle Entscheidungen ihres Ministeriums die Verantwortung. Das kann man schon in der Verfassung, Artikel 102, nachlesen. Dazu bräuchte es keinen Untersuchungsausschuss. Und insoweit treffen Kritiken, die ja heute noch einmal wiederholt
wurden. Der von mir vorgelegte Bericht des Untersuchungsausschusses würde Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern irgendetwas in die Schuhe schieben, überhaupt nicht zu. Eine umfassende Information und Entscheidungsvorbereitung der Hausspitze ist im Ministerium Aufgabe der Fachabteilung und wird durch Organisationsvorgaben sichergestellt. Auf dieser Grundlage liegt dann die politische Verantwortung selbstverständlich bei der Ministerin. Wenn wir aus grüner Sicht auf die Problematik der Anhörung jetzt genauer schauen, dann wissen wir alle jetzt, sie hätte nicht unterbleiben dürfen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof rechtskräftig festgestellt. Wir können dies vor dem Hintergrund der bereits geschilderten Lage, die aber die damals getroffene Entscheidung noch ein Stück weit nachvollziehen. Es war die Richtschnur, das wurde ja auch berichtet, wir machen es wie die anderen Länder auch. Das halten wir durchaus für verständlich, auch wenn wir wissen, dass es falsch war mittlerweile. Aber ein Fakt ist gegeben, alle anderen Länder haben auch keine Anhörung durchgeführt. Aber, und jetzt kommt es, spätestens mit der Klage von RWE, die am 1. April 2011 einging, musste Hessen aus dem gedanklichen Geleitzug der Länder sich verabschieden. Denn es war das einzige verklagte Land. Eine intensive Prüfung der Klageschrift im Hinblick auf mögliche Risikominimierung musste deshalb auch die Frage der Nachhörung der Anhörung aufwerfen. Die darauf folgende Entscheidung gegen eine Nachholung, welche nach übereinstimmenden Zeugenaussagen ohne Beteiligung der Hausspitze des Umweltministeriums erfolgte, war aus unserer Sicht nicht nur falsch, sondern geradezu fatal. Dies hätte womöglich vermieden werden können, wenn die Entscheidung explizit an die Ministerin herangetragen worden wäre. Umgekehrt wäre nach Vorliegen der Klageschrift auch ein aktives Eingreifen der Ministerin in Wahrnehmung ihrer Verantwortung möglich gewesen. Schließlich handelt es sich bei dem Thema ja keineswegs nur um ein Allerweltsthema. In Erinnerung an die Geschichte der hessischen Auseinandersetzung mit der Atomindustrie, personifiziert durch eine Reihe von grünen Umweltministern von Joschka Fischer bis zu Priska Hinz, lässt sich jedenfalls feststellen, dass alle diese ihre Streitigkeiten für das Land erfolgreich beenden konnten. Vielleicht lag es ja daran, dass Grüne weder Vertrauen in die Atomtechnik noch gegenüber den Kraftwerksbetreibern je hatten. Oder es mag auch daran gelegen haben, dass in dem Verfahren dann keine Maßnahme ausgeschlossen wurde, um die Rechtsposition des Landes zu verbessern. Welche rechtlichen Folgen eine Nachholung der Anhörung in Bezug auf das spätere Urteil des Verwaltungsgerichtshofs und die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gegebenenfalls gehabt hätte, kann niemand genau sagen. Es ist Spekulation. Nach meiner Einschätzung hätte es dem Land aber eher genutzt, wenn das Bundesverwaltungsgericht auch mit den inhaltlichen Gründen der Stilllegungsverfügung sich hätte befassen müssen. Meine Damen und Herren, wenige Aspekte zur Problematik des Umgangs von Politik und Atomwirtschaft möchte ich noch aufgreifen. Erstens. Es gab Unterstellungen, dass Akteure der Politik vorsätzlich Fehler in die Stilllegungsverfügung hätten einbauen lassen oder entsprechende Korrespondenz geführt, um der Atomindustrie zu möglichst hohem Schadensersatz zu verhelfen. Das klang heute in Diskussionsbeiträgen ja auch an. Wir, und das will ich deutlich feststellen, fanden in der Untersuchung dazu nicht den geringsten Hinweis. Und deshalb sage ich ganz ernst gemeint, es zeigt sich, es lohnt sich immer, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich überstürzte Empörungsfolklore zu verkneifen. Und das gilt im Übrigen auch für renommierte Rechtsgelehrte, die offensichtlich auch nicht immer davon frei sind. Weiterhin, und das ist mein zweiter Punkt, darf der Ex-Boss von RWE, unser Zeuge Dr. Grossmann, nicht unerwähnt bleiben. Dazu war schon sein theatralischer Auftritt vor dem Ausschuss zu auffällig. Allerdings keineswegs bezüglich der Wahrheitsnähe seiner Aussagen, verehrter Kollege Schmidt. Als er uns weismachen wollte, er hätte auch eine Woche nach der öffentlichen Verkündung das Aus für Biblis A und B und die anderen zeitweise stillgelegten Atomkraftwerke, die durch die Bundeskanzlerin und den Bundesumweltminister öffentlich am 30. Mai erfolgte, er hätte das noch nicht gewusst eine Woche später und habe deshalb dem hessischen Ministerpräsidenten einen Brief schreiben müssen, da machte er sich allerhöchstens lächerlich. Meine Damen und Herren, ich will auch noch auf die abweichenden Berichte der Opposition kurz eingehen.
Da muss man zunächst bedauern, dass SPD und LINKE sich lediglich auf die letzten sechs Seiten eines immerhin 333 Seiten starken Berichts beziehen. Als Berichterstatter, das sage ich, lieber Kollege Schmidt, Ihnen deutlich, ich finde dies ziemlich schäbig. Mängel anzukreiden, aber nur knapp 2% des Textes zur Kenntnis zu nehmen, dass Ihnen dadurch vieles entgangen ist und demgemäß etliche Behauptungen in Ihrem abweichenden Bericht schlicht falsch sind, das scheint Sie nicht zu stören. Ihnen geht, das haben wir ja vernehmen können, geht es um Glauben statt Wissen und um Behauptung statt Beweis. Ich finde das schade. Der abweichende Bericht der FDP bezieht sich immerhin auf insgesamt 54 Seiten des Textes. Also er bezieht deutlich mehr Argumente ein. Vielleicht auch liegt darin der Grund, dass er wenig faktenbasierte Differenzen zum eigentlichen Bericht aufweist und in den Schlussfolgerungen die wesentlichen Rechtsfragen noch offen lässt. Meine Damen und Herren, abschließend gilt es in diesem Zusammenhang noch einmal aus unserer grünen Sicht deutlich zu unterstreichen. Erstens. Es ist gut und richtig, dass Deutschland sich von der Atomkraft als einem Irrweg der Stromerzeugung verabschiedet hat. Zweitens. Es war falsch, dass der Weg des Ausstiegs zwischenzeitlich verlassen wurde. Und es ist bedauerlich, dass es der Katastrophe von Fukushima bedurfte, diesen Fehler zu korrigieren. Drittens. Es ist dreist und unverschämt, dass die Atomwirtschaft neuerlich Milliardenforderungen an die Steuerzahler richtet und sich gleichzeitig weigert, für die von ihr selbst verursachten Schäden und Folgelasten aufzukommen. Und viertens. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, die Forderungen der Atomindustrie mit Nachdruck zurückzuweisen und den Weg der Energiewende zügig weiterzugehen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kaufmann. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Dann stelle ich fest, dass wir den Bericht beraten haben, den Bericht des Untersuchungsausschusses und den Bericht sowie auch die weiteren Berichte, die hier benannt sind, zur Kenntnis genommen haben. Gibt es dazu irgendwas? Nein, das nicht. Bitte. Ja, ich stelle nur fest, dass wir alle den Bericht zur Kenntnis genommen haben, dass keiner weigert, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Dann ist das so festgehalten, meine Damen und Herren. Dann sind wir am Ende der Beratung des Vormittags. Und wir unterbrechen jetzt und treffen uns zur Fortführung der Beratung um 15 Uhr. Die Sitzung ist unterbrochen.